Yo, Freunde, was geht? Eine neue Woche startet und damit herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Jeden Tag reagiere ich auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop, also let's go, schauen wir uns das direkt mal an. Als erstes haben wir den gezeichneten Mann, das gesamte Paket, der hat die Besonderheit, dass je mehr Kills du machst, desto mehr Seelen quasi erscheinen auf der Oberfläche deines Skins. Ja, ihr könnt die hier schon so angedeutet sehen. Diesen Backpack gibt es dann auch noch dazu und auch noch eine Hacke, einen Gleiter, der so ausschaut, eine Lackierung und auch noch einen Ladebildschirm. Und ich glaube, den kann man nur bekommen, wenn man, genau, den kann man nur bekommen, wenn man dieses Paket holt. Ansonsten einzeln kann man den Ladebildschirm nicht bekommen. Das Paket hat nochmal 1300 V-Bucks Rabatt. Weiter geht es mit der Gia. Eigentlich ein ganz cooler Skin. Die Besonderheit hier ist die coole Hacke, die man auch aus dem Backpack dann so rausziehen kann. Und an sich so Uhrzeit-Skin schaut schon eigentlich ganz fresh aus. Ein bisschen teuer für meinen Geschmack. Dann das gesamte freche Wurstpaket ist drin. Also einmal der Hotdog-Skin selbst. Dann wieder ein Trail. Aktuell kommen viele Trails zurück. Es gibt ja relativ wenig nur im Shop. Dann einen Hotdog-Backpack und auch noch eine Hotdog-Hacke. Also das Thema ist hier wirklich Programm. Weiter geht es mit der Beast-Schützin, einer der besten 800 V-Bucks-Skin, wenn ihr mich fragt. Also ich finde den ziemlich cool, würde ich mir holen. Der Krypto, der ja sogar einen neuen Style bekommen hat, der schaut jetzt so aus, komplett anders irgendwie. Und auch noch ein Backpack, der auch komplett anders ausschaut, also beziehungsweise eine andere Farbe halt. Und ihr seht auch, der Skin ist auf dem Rücken so reaktiv in der, Achtung, anderen Variante, passt auf, hier seht ihr, ist der Skin so leicht animiert, nicht reaktiv, aber animiert. Genau, cooler Skin auf jeden Fall, für 1-2 kann ich empfehlen. Luftblasenlackierung finde ich nice, ist animiert, auch gut. Dann der Fußwahnsinn mit so Lichtern unten dran für 500 V-Bucks. Der Billy Bounce, ein Fortbewegungs-Emote, sogar ein ziemlich guter, mag ich. Und noch der Erderschütterer, die Superheldenlandung für 200 V-Bucks. Ja, kann man sich auch holen. Warte, war das schon alles? Oh, das ist ja enttäuschend. Ja, also das war ja eher jetzt heute ein bisschen ernüchternd. Nichts wirklich Krasses drin. Ja, also ich würde sagen, das war eher so ein L-Shop wirklich, ne? Ja, da fand ich jetzt nicht so krass. Aber ich denke mal, solche Shops muss es auch mal geben, damit man die guten Shops zu schätzen weiß. Ja, morgen ist ein neuer Shop. Ich werde euch natürlich auch wieder alles zeigen und vorstellen. Ich muss jetzt schnell ins Bett. Deswegen verschiebe ich alles mal, was jetzt ausführlicher war, auf morgen. Ich wünsche euch eine wundervolle... Nee, ich gehe ins Bett. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wie gesagt, Verlosung und so weiter startet dann alles morgen nochmal. Ich war jetzt gerade den ganzen Abend unterwegs, bin gerade erst nach Hause gekommen und es ist gleich bei mir 4 Uhr in der Nacht, deswegen muss ich noch schnell das Video schneiden und dann geht's auch ab ins Bett für mich und dann alles weitere morgen. Also, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns und macht's gut, Leute, bis morgen. Got your it, got your it, got your it.